Erste Trainingseinheit, Trainingsauftakt. Mit welchen Gefühlen gehen wir jetzt hier runter vom Trainingsplatz? Also wie auf jeden Fall im richtig guten. Also hat Spaß gemacht. Alles picobello, ist natürlich echt schön, dass so viele Fans hier waren. Also ich glaube, ein gelungener Tag. Was stand heute so im Fokus? Erstmal kennenlernen, ankommen? Oder? Erstmal kennenlernen, aber auf dem Platz schon ein paar Sachen umsetzen, die wir auf jeden Fall dann im nächsten Jahr sehen wollen. Das heißt Intensität auf jeden Fall, Zweikämpfe führen. Anlaufverhalten muss man, glaube ich, noch einiges dran schleifen, aber ansonsten bin ich echt zufrieden. Okay, ein paar Mal wurde die Einheit unterbrochen, weil man das katastrophal fand oder weil man sagt, da ist noch viel Arbeit vor uns oder ist so der erste Tenor, Mensch, da haben wir doch gute Jungs beisammen? Weil es gut war und ich weiß, es geht noch besser, okay. Deswegen. Ja. Inwieweit wirkt sich das auf eine Trainingseinheit aus, wenn in Anführungsstrichen eine halbe Mannschaft auf dem Platz steht? Weiß ich, halbe Mannschaft, besser war es ja eigentlich nicht. Wir haben hinten raus noch ein 8 gegen 8 machen können. Deswegen war es echt sehr gut. Und vor allem mit dem Hintergrund, wenn man weiß, okay, vor 14 Tagen hatte man 2 oder 3 Leute, dann ist es echt schon richtig gut. Also wir haben einige Leute, glaube ich, 24 Stunden durchgearbeitet. Und deswegen bin ich echt zufrieden, so wie die Anzahl Leute war. Wie sahen so selbst die letzten 48, 72 Stunden aus? Die waren anstrengend, aber schön anstrengend. Also man ist am Kader am Pfeil, man hat ganz viele Treffen gehabt, Videocalls gehabt. Es ging wieder rauf und runter, aber hat auch extrem Spaß gemacht. Wie oft hat man sich geärgert, dass man den vielleicht nicht gekriegt hat, den einen oder anderen Wunschspieler? Ich muss sagen, relativ wenig, weil ich glaube immer noch, wenn Arminia Bielefeld anruft, ist es immer noch eine Marke. Man kennt den Verein, ist egal, ob es jetzt dritte oder zweite Liga ist. Wenn Arminia anruft, war ja bei mir ziemlich ähnlich, dann sagt man einfach, okay, wann und wo muss ich sein. Okay. Wie muss ich mir die Situation in der Kabine vorstellen, als heute alle Mann zusammen das erste Mal kamen? Kannte man sich teilweise untereinander? Wie war so die Stimmung, wie war so der Eindruck? Ja, also ich kannte eh jeden, aber die Jungs untereinander haben sich auch dann schon kennengelernt, weil viele auch in der Jugend gegeneinander gespielt haben oder im letzten Jahr noch gegeneinander gespielt haben. Aber trotzdem ist es was Besonderes, wenn da einfach nur 3 Namensschilder hängen, die feste Plätze haben und der Rest muss ich erstmal einen Platz suchen. Also es war schon ein bisschen wild, aber auch besonders. Ja, welche Rolle hat Fabi Klos eingenommen heute? Die immer hat, Führungsspieler. Ne? Also ich glaube, jeder hier in Bielefeld kennt ihn. Ich kannte ihn auch. Deswegen, ich glaube, ist da nichts Neues zu erwarten. Er ist ja bekannt für den einen oder anderen Spruch. Deswegen dachte ich, hat er in der Kabine vielleicht gesagt, so, ich bin jetzt hier euer Ziehpapa oder wie auch immer. Hat er bestimmt gemacht, aber habe ich nicht mitbekommen. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Welche Positionen müssen vielleicht auch noch aus deiner Sicht gestärkt werden? Ja, da gibt es noch einige. Also Torwart ist ja noch eine Position frei oder 2 sogar. Dann gibt es vorne Offensive. Ich glaube, in jeder einzelnen Position kann man, glaube ich, noch ein bisschen fallen, weil mit 16 Mann wird es schwer, dann im Endeffekt eine Meisterschaft zu gewinnen. Hast du schon angesprochen. Warst erstaunt, wie viele hier waren, wie viele Fans? Oder? Ja, absolut. Also hat mich echt gefreut, weil klar, man weiß natürlich, es waren jetzt 2 Abstiege, waren, glaube ich, 2 ganz, ganz schwierige Jahre. Aber ich glaube, man merkt auch, dass was auch im Verein jetzt gerade hier so abgeht, dass wir eine Aufbruchstimmung herrscht, dass okay, alles da. Jetzt zeigen wir es jedem und deswegen war das Interesse echt mega. Waren das auch deine Worte in der Kabine heute beim ersten Aufeinandertreffen? So, Jungs, wir gehen jetzt ein großes Projekt an? Ja, es ist ja definitiv ein Projekt, ne? Weil man hat ja noch nicht mal einen ganzen Kader für die Saison. Und trotzdem sind wir alle ehrgeizig. Aber wenn es jetzt irgendwie um Platzierung geht oder was wir vorhaben, wie gesagt, erstmal muss ich einen Kader zusammen haben oder wir, damit wir da irgendwas rausgeben können. Ja, einfach so vom Gefühl. Ich kann es mir jetzt natürlich gar nicht vorstellen, wenn man in eine Kabine kommt, da sitzen 14, 16 Jungs, die sich untereinander vielleicht auch noch nicht so kennen. Was sagt man da erstmal? Ich glaube, unter Fußball ist das relativ einfach. Also man kommt in eine Kabine rein, jeder denkt halt gleich, weil es immer noch alles Fußball ist, egal ob der 18 ist oder 35, 36. Also man findet sich nach 2 Sekunden und dann weiß man, okay, alles klar, wir reden über dasselbe Thema. Gut, alles klar. Danke. Danke.